Herzlich willkommen zur 10-Minuten-Andacht des Kirchenkreises Walsrode. Mein Name ist Mareike Kranz und ich bin Diakonin der Nachbarschaft Nord. Und heute sind wir in Bomlitz und kommen Sie mit in die Kirche. Wir haben es alle schon erlebt und wir alle kennen diese Erfahrung. Sie prägt unser tägliches Leben. Ein kleines Kind ist genauso davon betroffen wie die Senioren. Egal ob Schülerin oder Studentin, Vorstandsvorsitzende oder Hartz-IV-Empfängerin. Niemand bleibt davon verschont. Mann oder Frau, gesund oder krank, arm oder reich, alle haben es schon erlebt. Auch in der Bibel taucht diese Erfahrung auf. Und nein, es ist nicht die Sünde. Und ich glaube, niemand tut es richtig gerne und keiner sehnt sich nach dieser Erfahrung. Was ich meine? Ganz einfach. Ich meine das Warten. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, wie oft wir warten? Wir warten auf besseres Wetter. Wir warten auf den Paketonkel. Wir warten an der Kasse im Supermarkt. Wir warten auf die große Liebe, auf bessere Zeiten auf dem Urlaub. Wir warten im Stau und an der Bushaltestelle, am Bahnhof und am Flughafen. Und wir warten darauf, dass endlich alles besser wird. Wir warten auf das Glück, auf das Leben und auf den Tod. Wir warten. Warten, das ist so etwas wie ein Zwischenzustand. Es ist noch nicht so, wie es sein soll. Da ist noch die Abwesenheit von jemandem oder von etwas. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Da steht noch was aus. Und ich kann nichts tun. Ich kann nur warten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich warte nicht gerne. Ich finde Warteschlangen und Warteschleifen ziemlich nervig. Und Wartezimmer sind keine Orte, an denen ich mich gerne aufhalte. Und Staus halte ich für Zeitverschwendung. Ich mag es, wenn Dinge zügig vorangehen. Aber Warten gehört zum Leben dazu, ob mir das nun gefällt oder nicht. Auch die Bibel ist voller Geschichten von Warten. Kinderlose warten darauf, endlich schwanger zu werden. Menschen werden getrennt durch Flucht, Deportation und Krieg. Sie vermissen einander und warten darauf, sich endlich wiedersehen zu können. Liebenden werden lange Wartezeiten auferlegt, bis sie zusammenkommen können. Und ein ganzes Volk wartet auf den Messias, den Retter der Welt, den Gott versprochen hat. Und mit ihm soll alles anders werden, soll alles gut werden. Auch als Christin warte ich. Ich warte, dass ich die eine oder andere Bibelstelle endlich einmal verstehe. Ich warte, dass meine Gebete erhört oder wenigstens gehört werden. Ich warte auf Gott und auf sein Handeln in dieser Welt. Ich warte darauf, dass Gottes Verheißungen endlich Wirklichkeit werden. Oder wenigstens, dass ein klein bisschen mehr davon sichtbar und spürbar wird in dieser Welt. Aber warten, das kann ich ja auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich kann passiv darauf warten, dass sich mir ein Bibeltext irgendwie von selbst erschließt. Ich kann aber auch eine Menge dafür tun, dass genau das passiert.
Ich kann darauf warten, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und endlich seine Herrlichkeit aufrichtet. Ich kann aber auch selbst beginnen, Gottes Reich zu bauen in dieser Welt, in meiner Familie, in meinen Ort, in meinem Land und auch weltweit. Die Zeit des Wartens, die wird dadurch nicht kürzer. Aber sie bekommt eine andere Qualität. Wenn wir als Christinnen warten, dann geht es nicht um passives Aussitzen einer unangenehmen Situation. Wir warten nicht blind auf irgendetwas. Wir schlummern nicht stumpfsinnig vor uns hin. Und vielleicht wird dann aus bloßem Warten so etwas wie Erwartung. Erwartung wird als vorausschauende Vermutung, als Annahme und als Hoffnung definiert. Hoffnung bezieht sich ja auf die Zukunft, aber sie wirkt sich auch aus auf die Gegenwart, auf meine Gefühle und meine Gedanken und auf mein Verhalten im Hier und Heute. Die christliche Hoffnung besteht darin, dass Gott die Zukunft gehört. Am Ende ist er. In der Zukunft steht er da. Und so warte ich. So warte ich jeden Tag aufs Neue in gewisser Weise, dass Gott kommt, mit seiner Liebe und mit seinem Segen. An manchen Tagen, da spüre ich, dass er mir ganz nahe ist, und an anderen nicht. Da heißt es dann geduldig sein und warten. Leicht fällt mir das nicht. Und manchmal verliere ich auch das Ziel dabei aus den Augen. Worauf eigentlich nochmal warten? Auf Gott. Auf Gott und auf seine Gerechtigkeit, flüstert dann eine Stimme in mir. Gib die Sehnsucht nach Gott nicht auf. Lass nicht nach in der Hoffnung, dass die Welt besser und gerechter wird. Stimmt. Genau darauf warte ich hoffnungsvoll. Amen. Lasst uns beten. Gott, du bist groß und du bist geheimnisvoll. Wir warten auf dich, doch du bist da vor aller Erwartung. Du erwartest uns, immer schon. Lass uns erahnen und spüren, dass du uns nahe bist, heute und immer. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.